Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Hertha BSC FIFA 23 Projekt. Ja, wir sind hier kurz vor dem Spiel gegen Augsburg im DFB-Pokal. Mal sehen, ob hier noch was geht. Ich habe aber nicht wirklich Lust auf eine Pressekonferenz vor dem Pokalspiel, obwohl ich eigentlich immer an alle gehe. Wir gehen direkt rein in die Partie. Ich habe auch nicht wirklich viel Zeit heute. Ich wollte die Folge schnell aufnehmen und deswegen gehen wir jetzt rein in die Partie. Die Mannschaft steht, ist halt noch ein bisschen angeschlagen. Wir werden auch wahrscheinlich schnell auf Tell wechseln in der Offensive, wenn Nenschan nicht wirklich einschlägt. Und let's go! Augsburg mit dem Anstoß, das ist natürlich sehr bitter. Wäre schön gewesen, wenn ich den hätte, aber ja. Wir müssen defensiv anfangen, kompakter zu stehen. Ich muss konzentrierter in der Defensive sein. Damit so... Ja. Gut, 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 gute defensive Arbeit. Das muss ich sagen. Ach ja. Und dann offensiv eine Katastrophe. Damit er... Er kommt auch so durch, ne? Er kommt auch so durch, wirklich. Was ist das? Was war das bitte für ein Pass? Ja, genau, und er ist durch. Und er ist durch gewesen. Beste Leben. Ecke. Direkt zum Gegner. Abseits. Ne, es gibt Ecke natürlich. Abseits wird nicht gegen mich gepfiffen. Die können 15 Meter im Abseits stehen, aber... Den köpfe ich weg. Aber einfach perfekt zum Gegner. Alter, ich krieg hier gerade. Ich werde hier auf die Fresse kriegen von Augsburg. Kann man sagen, was man will. Meine Mannschaft ist nicht solide genug, um da was zu reißen. Ach, genau. Ey, ich schwöre, wenn du, wenn die irgendwie neben dir stehen, dass sie eigentlich gut laufen könnten, dann ist es natürlich klar. Dann ist es natürlich klar, dass sie nicht zu richtigen Mann machen sollten, sondern gegen zu irgendeinem Horst. Zu irgendeinem Horst sollten sie passen, der von 50 Leuten gedeckt wird. Nicht in den freien Raum Steilpass. Warum sollte man einen Steilpass auch in den freien Raum machen? Das ergibt gar kein. Das ergibt doch gar kein. Hä? Ihr denkt euch jetzt auch so, hä, Teichchef, was laberst du da? Florian, was laberst du da? Warum sollte man einen Steilpass in den freien Raum machen, sodass ein Stürmer durchlaufen könnte? Das ist doch viel sinnvoller, auf 4-5 Leute, der von 4-5 Leuten gedeckt wird, zu passen. Ja, es stimmt. Tut mir leid, ich muss Fußball neu lernen. Ich muss Fußball neu lernen. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich muss Fußball wirklich ganz dringend neu lernen. Damit ich das lerne. Also, damit ich das weiß. Damit ich das Spiel hier FIFA verstehe. Vielleicht werde ich dann auch besser. Vielleicht werde ich dann auch besser. So, jetzt. Nenscher. Nenscher ist durch. Kann schießen. Wird abgefälscht. Es gibt die Ecke. Oh, entschuldigt. So. Lange Ecke. Mitte. Eiderett. Kommt nicht ran. Kempf bleibt im Ballbesitz. Kempf bleibt im Ballbesitz. Verliert den Ball aber. So, ja, wurde abgefangen. Und, ja, die nächste Ecke. Wir bleiben im Ballbesitz. Wir können ein bisschen Stress machen. So, jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten gezogen. Er kommt wieder nicht richtig dran, aber Luke Bakio dafür. Ah, wir kommen nicht ran, wir kommen nicht ran. Jetzt die Kontermöglichkeit natürlich für die Augsburger. Iuke. Ah. Die Ecke, der Ball kommt,
Aber wird nicht geklärt. Luke Bakio jetzt mit dem Schuss. Jetzt die Augsburger wieder. Ja, das ist halt das Pech im Spiel, was ich habe. Ich komme mit dem Fuß dran. Aber grätsche ihn dann so weg, dass ich einfach den direkt den Gegner wieder vorlege. Und guckt euch das an. Sie machen einfach irgendwie ihre Füße da rein und kriegen ihn. Wir gehen wahrscheinlich mit den 0-0 in die Halbzeit aus. Es passiert noch was Katastrophales, weil Hoffnung, dass mir was Gutes passiert, habe ich in diesem Spiel nie. Oh ja, das meine ich nämlich. Hoffnung, dass mir was Gutes passiert, habe ich in diesem Spiel nie. So, zweiten Spieler rufen. Wir machen es kurz und knapp. Um ihn dann direkt so zu verlieren. Dass sie natürlich laufen können. Ich wollte gerade sagen, ey. Bei mir hat er schon längst abgepfiffen. Bei mir hat er 3 Minuten bevor das Spiel vorbei ist abgepfiffen. Wir gehen mit 0-0 in die Halbzeit. Erstmal unverändert. Nee, nein, schau, ja, es ergibt Sinn. Bleib defensiv. Ich meine, du bist ein Stürmer. Stimmt, habe ich. Ja, stimmt. Ja, die Fußballregeln. Ein Stürmer muss nicht vorne sein. Wenn man in Angriff ist, warum braucht man einen Stürmer vorne? Ich meine, die ganz großen Spieler, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Messi, die bleiben auch alle immer bei ihrem Torwart stehen und halten so ein Tor, haben ja gerade Zeit, weil wir in der Offensive sind. Dann braucht man keinen Stürmer, der nach vorne läuft. Ja, und es gibt jetzt Freistoß. Wofür? Ich habe den noch nicht mal. Ich habe keinen Knopf gedrückt. Ich bin einfach nur auf ihn zugelaufen. Aber ne. Da hat man gerade gesehen, wir brauchen in diesem Spiel Geschwindigkeit. Wir brauchen unbedingt Geschwindigkeit. Dann ist Tell unersetzlich für uns gerade. Ja, so geht das. Abwehrspiel. Die Abwehr hat den Ball, hat 5 Spieler vor sich, ein Gegenspieler und man passt den Ball zum Gegenspieler. So wird Abwehr gespielt. Ihr lernt, so wird der Titel Erfolg. Es wird nicht Pokalfight gegen Augsburg, sondern wie spielt man Fußball mit FIFA 23? Mit FIFA 23 und Teichchef. Ich habe in die andere Richtung gezeigt. Aber er meinte, dass ich ins Ausköpfe, damit sie noch eine Ecke kriegen, weil die Ecke halt so schlecht geflankt worden ist. Da muss man natürlich in die andere Seite. Das ist normal. Das hätte ich wissen müssen. Stimmt. Genauso wie offensiv braucht man keinen Stürmer. Ja, die Augsburger brauchen eine Verschnaufpause. Die brauchen eine Verschnaufpause und den Ball wieder. Wäre zu viel. Wäre zu viel verlangt von mir. Die einfach auszukontern. Das wäre unfair. Unfair wäre das. Unfair wäre das einfach. Das stimmt, ja. Das wäre ja unfair gewesen, wenn ich sie einfach ausgekontert hätte, perfekt. Und denen ich die Möglichkeit gegeben hätte, hier ein Tor zu schießen. Ja, natürlich. Der Ball, man guckt den Ball hinterher, man läuft nicht weiter, man antizipiert nicht. Antizipiert. Ach, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Dreckspiel. Was? Ab? Das geht doch. Hä? Hallo, das war Augsburg. Warum gibst du Abseits? Und ich drück ja hier passen, ne? Stimmt. Man muss ja mindestens 18 Mal passen drücken, damit er vielleicht annimmt und um den Ball dann zum Gegner zu passen.
Stimmt. Da, was denke ich mir bloß? Was denke ich mir bloß? So, warte. Vandenberg hat 66. Duacerda hat 68. Toussaint hat 64. Wir bringen mal Meier für Toussaint rein. Wir gehen mal auf eine andere Formation während des Spiels. So. So geht das. Und Richter wird der Held des Spiels. So machen wir das. Einfach während des Spiels die Formation ändern. Come on. Tell. Hat jetzt die Möglichkeit. Ja, Luke Bakio kam ran, aber auch nicht richtig. So, jetzt wird auch bei Herder, glaube ich, wir haben gerade gewechselt. Komm on. Komm schon. Augsburg braucht einen Angriff. Augsburg muss durchkommen. Hallo. Was arbeitet ihr defensiv? Was arbeiten die defensiv? Was ist los mit euch? Verstehe ich nicht. Ja, genau, so will ich das sehen. Hä, was ist los? Ach komm, den macht er rein. 100%, ist jetzt 84. Muss ja. Es gibt keinen anderen Weg, dass er den einfach reinhaut. So, beide. So, Tell. Das habe ich jetzt nicht. Ach genau, als hätte ich das dahin geschossen. Ich habe Flanken gedrückt. Ich krieg die Krise. Bei diesem Spiel. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Können den Ball hier auch zu Tell bringen. Der nimmt sich den Platz, aber ja, kann da nichts draus machen. So, ein letzter Angriff. Würde er mir sowieso nicht geben. Nee. Bei Augsburg von 20, 30 Sekunden noch dran gesetzt. Bei mir halt Minute. Wir fliegen raus aus dem Pokal. Aber ja, ich hab's ja sowieso. Ich hab's ja von Anfang an falsch gemacht. Stürmer muss ich ja eigentlich in die Defensive stellen, damit er mit dem Torwart einen Tee trinken kann. Abwehrmäßig muss ich halt mehr zum Gegner passen. Also ich hab's generell einfach falsch gemacht. Was ich falsch machen konnte. Mittelfeld, ich brauche gar nicht in die Zweikämpfe ins Mittelfeld gehen. Ich muss öfter ins Auspassen, wenn ich eine Kontersituation habe, damit der Gegner wieder den Ball kriegt und halt das 1-0 machen kann. Also, ja, also. Ich habe viel zu vieles falsch gemacht. Muss ich alles im nächsten Spiel verbessern, dass ich da mehr den Gegnern den Ball passe, dass ich defensiv nur auf Leute passe, die von 6-7 Leuten gedeckt werden, nie auf den freien Mann. Am besten Elfmeter einfach daneben schießen, weil das wäre ja sonst unfair, wenn ich einfach einen Elfmeter kriege, auch wenn der Gegner mich klar gefoult hat. So, auf sowas muss ich achten. Aber ich, ja, mir hat's nicht gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr trotzdem gerne eine Bewertung da lassen. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.
Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass